Ja, das bin ich. Was hilft Obama zum Entspannen? Ich würde sagen, die letzte Wahl nochmal gucken. Ah, beides. Es gibt schon echt schlechte Karten, ehrlich gesagt. Ah ja, ich kann ein paar wegmachen. Die deutsche Übersetzung ist richtig crap, was unten bei der Karte steht, abspielen. Das ist wie Vorausversion. Klicken Sie, um zu enthüllen. Alles klar, ich klicke zum Enthüllen. Eine Enthüllen. Kesselnuss, ja, auch schön. Ja, du musst auch präsentieren. Was hilft Obama zum Entspannen? Dididididi, eine Kesselnuss. Ja, das haben wir jetzt schon, das nächste. Achso. Cashy, hast du noch Kesselnüsse? Traurig, ne? Nur Joghurt mit der Ecke und Der Ecke mit was drin oder Leben? Babybel. Oh, Babybel, voll lecker. Was hilft Obama zum Entspannen? Sich mit einer Zahnbürste befriedigen und sie zurückstellen, ohne sie abzuwaschen. So kennen wir unseren Präsidenten. Ja, Ex-Präsident, Ex-Ex. Und des Weiteren entspannt er auch, indem er Reste von Bambi in der Motorhaube. Ja. Cool. Passt. Ja. Das ist jetzt. Spekulatius. Mein Laden, mein Rewe, hat meine Spekulatius nicht mehr. Seit Wochen. Es ist noch nicht Was? Weihnachten und die haben die Spekulatius nicht mehr. Ich hab noch 2 Kilo auf Lager, wenn das ist. Ich muss hier Chips in Western-Style knabbern. Was? Um die Jahreszeit? Krass, oder? Erstling. Ebel. Jetzt spiel mal. Ich chill mal. Abstimmung. Ich muss auf Abstimmung. Abstimmen. Mung. Muss ich Tu drücken. es. Ah, ich bin schwer, 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 schwierig. Ich finde das mit der Zahnbürste hart eklig. Aber Der ich anderen finde auch Seite hat den Spann. Obama auch immer ein sehr weißes Lächeln gehabt. Ich weiß halt nicht, wie sich ein Mann mit einer Zahnbürste befriedigen soll. Ich finde das bei einer Frau irgendwie. Ich mag einfach die Kesselnuss. Ah. Tut mir leid, Kitty. Maschallah. Hä, wie soll er sich befriedigen? Wo soll er sie wohl hinstecken? Was ist für eine Frage? Also, Was ist das für eine Frage? vorne rein nicht. Ich mag Dinge im Hintern nicht. Ja, du bist ja auch nicht Obama. Soweit habe ich natürlich nicht gedacht. Wieso gewinnt der Henne, Alter? Mann. Bonuspunkt, Alter. Der hat schon 92, 95, 95 Siege. Nein, das ich sind nicht fand die Siege, das sind, also ja, sieben, Einzelrunde. ich fand sind die Bambi der Siege. Motorhaube Ah, einfach sieben viel zu Siege. gut. Ah, ich habe 2-mal gewonnen. Ja, Ja, Bambi der Motorhaube sorry. ist auch gut. Immer Ja, gut. mach mal Frag's aber schneller, bitte. Timo. Ey, das ist, Aber was muss ist los geschieden mit werden. dir? Das geht nicht so einfach. Ah, B. Müsli von Seidenbacher. Ja, komm. Ab Wenig groß. geht's, Karte. Keine großen Ambitionen. Okay, ich auch nicht mehr. Okay. Jetzt nicht mehr. Der goldbraune Schiss. Müsli von Seitenbacher. Schön. Okay. Und klatschendes Bad Müsli von seinem. Ja, Leute. Ich. Danke, Ja, ist danke, so, danke. ist so das selber geschrieben, selber aber. geschrieben. Ja, Ja! aber richtig. Also habe ich mir gedacht, dass es selber geschrieben ist. Und zwar Ja! einfach, es hat nicht viel gebraucht, so. Ja. Es war simpel, simpel, aber gut. Was werde ich denn heute machen, du? Was werde ich heute machen? Entschuldigung. Ich denke auch, dass das exakt genau das ist, was du heute noch vorhast. Ganz ehrlich, Ja. Butterplätzchen zu Krombacher Pilz. Es Oh, klingt erst. Leute, ich oh, trinke du. Vino. Ich habe auch noch hier ein Video stehen. Ich habe aber noch ein Bier hier stehen. Ich bin Es ist eine Alkoholiker. üble Kombination. Der Vino geht gut weg, sage ich euch. Dafür, dass ich morgen um 7 Uhr in der Uni Oh, Präsenz habe. ein gut weg Vino. Also, ich werde heute auf Corona-Partys fremde Menschen alles auslecken und danach an AIDS sterben.
Alles klar. Ja, die Weltherrschaft werde ich heute machen. Der Satz ergibt grammatikalisch keinen Sinn. Mehr als werde ich heute machen auf Corona-Partys. Weiter. Maul. Ein Penislängenvergleich. Die Niederlage wollte sich nie eingestehen. Nee, den verliere ich direkt. Ja, easy. Easy, gut. Easy Corona-Aller. Ja, ey, mein Pippin, easy. Studien ja. ergaben das. Unterstrich, gut für die Gesundheit ist. Wer ist das? Ach, der Henne ist da dran. Okay, okay. Ist das jetzt relevant, wer dran ist oder was plötzlich? Mhm, schon. Da ja. habe ich ein paar sehr gute. Ich nicht. Klopp mir den das da. Ja. Okay, Cash weiß es noch nicht. Da habe ich eigentlich gedacht, da kommt die Antwort als erstes. Schade. Wirklich schade. Ich dachte, wenn mich eine so kennt. Gut. Nicht die so Martin. Gut. Ah, komm, ich mach einfach das. Ich glaub nicht, dass es was wird. Moment kurz, Butterkeks will den 10 rausspülen. Studien ergaben, dass eine Waffe drauf gut für die Gesundheit ist. Dann tu eine Waffe drauf. Weitere Studien ergaben, dass Inzest mit meinen 15 Geschwistern gut für die Gesundheit ist. Ist Pippin wieder der Einzige, der das wirklich machen kann? Die letzten. Was? Sonst kommt keiner auf 15 Geschwister. Hast du 15 Geschwister? Nur. Also, die er kennt. Ja. Hä, hey, wie viel hast du wirklich? 5. Neue Karte, bitte. Ach so, oh, Pippin, Martin ja, mit seinen Geschwistern. Martin. Ja, ich nicht. Ja, ich dachte gerade, ich war ein bisschen verwirrt. Das ist der Vino. Weitere Studien ergaben, dass der Pimmelpirat ja in der Tat gut für die Gesundheit ist. Oh, ich mache drauf und Pimmelpirat. Wie gemein. Aber Inzest mit 50 Geschwistern raus. Dieser Alltagskram juckt mich nicht. Welcome to Saarland, my bitches. Da wohnen nicht so viele. Nee, aber die sind alle Geschwister. Ja, aber es sind nur 12. Boah, eine Waffe drauf. Oder der Pimmelpirat. Ja, in der Tat. Aber ist der Pimmelpirat gut für die Gesundheit? Eine Waffe drauf ist safe gut für die Gesundheit. Alter, wenn ihr erlebt, dass eine Waffe drauf war, ist war schlecht für die Gesundheit. Was? Oh ja. Mein Gott. Wie sie direkt reinschreit. Fuck it. Okay, der Sorry. Pimmelpirat ist also nicht gut für die Gesundheit. Nein, ich finde stattdessen so eine Waffe drauf tun kannst. Heute Abend denke ich an. An Chips? Danke, Cash. Heute Abend denke ich an Klicken, um zu enthüllen. Ja, heute Abend denke ich an Enthüllungen. Und ich denke an die Pimmelmanns. Hatte ich bis eben nicht vor. Jetzt Mans, schon. Mans. Und ich denke an Hasso Pimmelman. Pimmelmanns, Alter. Beste Band. Heute Abend denke ich an. Schon schön Bier, ne? Bier, ne? Das ist kompatibel. Und heute Abend denke ich an fette Menschen, die streamen wollen, aber plötzlich ein Fernsehsender sind. Okay. Die Pimmelmanns sind BH oder Gronk? Hallo, das ist ein Lizenznehmer. Gronk Pimmelmann in einem schönen BH, ne? Da muss ich entscheiden. Ist immer so gemein? Da muss ich entscheiden. Oh, es ist wie beim Poker mit der Second Best Hand. Man hat immer was, was mega gut aussieht, bis dann einer kommt, der knapp besser ist. Ist so gemein. Ja. Also, ja. Ja! Genau das. Nein! In dem Moment, wo du es gesagt hast, sorry, die Pimmelmans sind einfach ein All-Time Favorite. Vor allem, ich hab die erfunden. Richtig. Ja, die fangen mit Pimmelmans mit. Hast du Pimmelmans erfunden, um gegen die Pimmelmans zu verlieren? So ist das. Muss es auch mal eingestehen. Und der Minimalistenpreis. Ich glaube, der funktioniert bei Cash nicht. Schade. Ich bin halt schwierig, ne? Das ist. Wenn man dich mal kennt, geht's.
Und das würde auch, das ist auch, das ist auch historisch nicht korrekt. Das ist kritisch. Das ist historisch. Entschuldigung, dann können wir es nicht nehmen. Ja, man wusste da schon. Kritisch, du. Hä, hört doch nicht alle auf einmal auf zu reden. Ey, ja, wir denken halt. Hast du gedacht, dein Internet ist weg, oder ja, was? Ja, ich so, oh nein, Mann, jetzt fliege ich raus. Okay, Karl, du bist voll drin, Cashy. Du bist da. By you. Yeah. Ja, los jetzt. Ach so, oh. Den Minimalistenpreis des Jahres erhält eindeutig Hitler. Ja. Totalen Krieg. Oh. Den Minimalistenpreis für totalen Krieg? Oh. Das ist ganz ich hart. Den Minimalistenpreis des Jahres erhält mein Beziehungsschaden. Den Minimalistenpreis des Jahres erhält Bevin ja. Für ah, oh, uff, okay. Boah, ist richtig gut. Aber ey, da muss ich am meisten lachen. Story of my life. Pippin, Story of my life. Aber meinst du jetzt, was ich meine mit eindeutig Hitler und totaler Krieg? Das ist historisch nicht ganz so. Das war ja Goebbels. Wer war jetzt wer? Der Martin war das mit. Ich war der mit Pippin. Ah, ich war der mit Hitler. Pippin! Ich war Hitler. Ja, schon wieder. Oh, es ist so gut. Ah, es tut mal wieder gut. Hoffentlich verschenkt. Hoffentlich verschenkt die Karten nicht. Beste Menschen auch, des Jahres. Ich glaube, es ist nicht so witzig, aber es ist einfach so gut. Es passt so gut. Wer hat Cash diese geile Beschreibung auf dem Server gegeben? Hä? Beste Menschen des Jahres 2020. Männchen? Männchen. Ja. Ah, es wird, glaube ich, gewastet sein, aber ja, ich muss immer sehen, kreuze Fokusentscheidung, ey. Ah, es ist viel zu gut. Einfach, ich kann es nicht machen. Ja, meiner Meinung nach, so gut. Cash, ich werde es respektieren. Ich werde es vielleicht. Ist so, ey, es ist einfach so du gut. Du weißt, wenn es zu meinem Humor trifft, ist es. Na, nee. Das wird schwierig, ey. Schau mal. Das ist schwierig, auf jeden Fall. Aber ich konnte es nicht lassen. Ja. Ist das manchmal. Manchmal muss man sich einfach opfern. Ja. Für die guten Karten. So. Kommt mir bekannt vor. Aber Henne könnte jetzt halt auch sich mal entscheiden. Die Bundeswehr mit dem Abwurf von Scharfschützen-Schotgewehr einfach Grundkernpunkt für eine Windmühle voll mit Leicht gesorgt. Ja, damit kann man auch echt arbeiten mit dem Ding. Also die Kombi ist schon mal sehr, sehr stark. Bundeswehr mit dem Abwurf von 10- bis 12-Jährigen für eine gestoppte Corona-Demo gesorgt. Oh, ist halt so witzig. Ja, aber oh, das ist noch besser. Das ist so richtig Pippi-Humor. Ganz klar, das ist Sexismus. Es muss schwerer sein als der Weltraum. Es hat so gut gepasst. Cash, ich hab einen Shotgun mit achtfach. Ich hab einfach Inklusionsbudding geopfert dafür. Cash, die Kombi ist überragend. Ja, aber Pädophilie-Kinderschen. Pädophilie offiziell. Ja, das ist ein paar. Das gewinnt fast immer. Fragt aber die katholische Kirche zu. Oh, jetzt will ich von euch wissen, was ist das, was Frauen wollen? Boys. Ganz einfach. Noch eine Staffel Prinz Charming. Ich hab da zwei gute Sachen. Ich wähle mich nicht selbst übrigens, falls das jemand vorschlagen will. Ich weiß, das wird gern genommen an der Stelle. Alter, was ist das bitte für eine Karte? Achso, ich dachte, du meinst meinen schlechten Witz. Okay. Nee, die Karte, die war bei mir gerade. Okay. Mhm.
Noch ein Schlag. Ja, der ist gebucht. Der ist gebucht. Es ist vorbei. Oh Leute, das ist billig. Meine Eier. Hat zumindest eine Frau verlassen. Aber die Frage ist, wollen andere Frauen meinen Eier auf dem Nachttisch meiner Freundin? Uff. Deep but not deep enough. Kartoffel 1. Okay. Also, meine Eier im Glas auf dem Nachttisch meiner Freundin ist raus, weil andere Frauen meine Eier ja gerne im Glas auf meine, meine Eier auf, ne? Dem Glas, so. Meiner Freundin? Was? Genau, im Prinzip. Die sollen ruhig da bleiben, wo sie sind, ja. Meine Glaseier auf der Freundin meines Nachttisches. Jetzt habe ich den Fall zwischen Galopplein, der halt gut ist, aber auf der anderen Seite auch kein Pimmelmann, und demjenigen, der sich gedacht hat, ich habe nur Scheißkarten, aber der hat die Antwort eigentlich gegeben. Ach komm, ich belohne keine Kreativität. Oh, geil! Yes! Ich lieb's! Danke! Da wird gemauschelt, Pippin, ich sag dir das. Ja, deswegen habe ich auch nur einen Punkt, weil gemauschelt wird. Ich will gerne sterben durch. I really want to die. Through. Schwierig. Ja. Ich hab 6 Karten und jede passt. Es ist so scheiße. Halt's Maul, Echo. Hallo, ich habe auch 6 Karten. Kann es sein? Kann ich währenddessen meine Nägel lackieren? Geil. Ja, easy. Stimmt, ich könnte meine Nägel währenddessen schneiden. Ich bin bei den Füßen. Hab ich mir gedacht. Machst du wieder den Rainbow? Ja. Der sah so nice aus beim letzten Mal. Was? Mit Perlen. Geil. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, wenn du enge Schuhe hast, wenn da so blöde Perlen noch drauf sind. Ja, ich mag es, wenn es klingelt, wenn ich laufe. Nein. Ja, und da du keine, ist egal. Die Glaseier auf der Freundin deines Nachttischs. Ich will gerne sterben durch Olga Stegrinski. Was? Oh. Ja. Nein, ich wurde ausgelockt. Nein. Dann lock dich wieder ein. Das ist sehr, sehr beschissen. Ich bin wieder da. Okay, gut. Okay, ich will immer noch gerne sterben. Also durch Olga Stegrinski sterben ist schon hart. Aber vielleicht auch durch Kernseif. Das kann man mit einem Fetisch verbinden. Ich will gerne sterben durch eine schöne Knusperparty mit Kernseif und Olga Stegrinski. Das ist zu viel, Digga. Das ist zu viel. Das geht alles irgendwie in die gleiche Richtung. Also anfänglich nicht, aber jetzt schon. Ich glaube, dass alles einzeln beworben wurde. Am Ende das Gesamtkonzept von dem Designer festgelegt wurde. Das ist wie die Vera Entwen, die dann noch ein paar Blümchen zum Tisch kauft. Das ist richtig. Und der Bauer so, pass. Foto vom Norman. Boah, das ist die Entscheidung schwieriger als bei der US-Wahl. Ja, ich hoffe, dass jede Entscheidung schwerer ist als die bei der US-Wahl. Hurensohn oder alter Mann, der bald stirbt. Der aber eine gute Vice-Präsidentin hat, die nach der Hälfte der Amtszeit übernehmen kann. Richtig. Ja. Das er ist nice. Halt auch eigentlich ein Hurensohn. Ja, aber... Weiß man nicht. Aber der andere ist ein größerer Mann. Ja, genau. Aber die Vermutung ist, dass es genauso geplant ist. Und dann wäre es ziemlich Babbo, ey. Überragend. Ja, weil sie kann dann nochmal antreten. Und sie ist halt wirklich... Ich mag sie richtig gerne. Ja, sie ist auch wirklich gut. Sie ist wohl echt verdammt gut, ja. Ich kenne sie ja auch vom Kegelclub und... Ja. Egal, ich telefoniere auch immer mit der. Wenn er... Oh! Dann warst du die letztens angerufen hat, als sie am Neuner stand. So ist das. Nice. Wenn er danach in 2 Jahren stirbt, dann... Nee, der wird zur Hälfte zurücktreten, vermutlich. Heute Morgen weckt... Das lese ich vor, ich muss ja gar nicht. Cash, heute Morgen weckt mich. Oh, das würde ich auch kennen.
Das ist jetzt schwierig, natürlich, weil... In meiner Ferienwohnung allein. Oh. Boah, jetzt hab ich schon wieder... Mann, das ist, das ist... Also ich weiß, was mich heute Morgen weckte, aber... Ich könnte das. Ach so, ja. Aber ich kann nicht jeden Tag anrufen. Ja. Heute Morgen weck mich. Doppelte Penetration. Not quite. Heute Morgen weckte mich. Der weibliche Orgasmus. Hervorgerufen durch leider doppelte Penetration. Leider beide selber nicht geschrieben. Das ist so hart. Jetzt kommt noch, Henne. Wieso wollen wir in diese Richtung gerade gehen? Keiner! Heute Morgen weckte mich. Wohleck. Jetzt ist der Zusammenhang ganz schlecht. Oh, jetzt ist das. Wobei, du bist wesentlich näher dran an Polen. Antworten. Ich will darauf wirklich du weißt, antworten. Deine Antwort ist exklusiv Cash. Das heißt, die anderen werden dadurch ausgeschlossen. Ja, ja, das... Zusammenhang. Nimm das, was am besten für dich so. Ist. Danke. Dann! Sorry. Ich hab Verständnis. Ja, so ein bisschen, also ja. Also von all den Sachen... Ganz ehrlich, doch ich wäre auch gern von dem weiblichen Orgasmus geweckt worden. Ja. So ist das. Schnallen Sie sich an und bereiten Sie sich auf. Ich war mir nur noch nicht sicher, ich war mir vorhin nicht sicher, ob ich diese Karte, also eben, ob ich diese Karte spielen soll. Aber die war ja noch die entspannteste von den dreien. Achso, das ist... Schnell nochmal umgeswitcht, ist ja Pippin dran. Ich hätte die toten Juden nicht wegixen sollen. Na. Auf keinen Fall. Nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Ja, gut, dass Malik gerade nicht streamt. Richtig. dann will ich auch nicht mehr mitspielen. Ja, wenn du ein toter Stream, ein guter Stream, damit ich Aufzeichnung löschen kann. Schneiden Sie sich an und bereiten Sie sich auf Partys mit DJ One hier vor. Klassiker. Nein, das geht nicht. Schneiden Sie sich an und bereiten Sie sich auf 7:30 Uhr. Prostata-Untersuchung vor. Oder, schön. Ja. Oder bereiten Sie sich auf ein Leben voller Trauer und Einsamkeit vor. Das ist von Martin. Ja, klar. Ich hatte vorher was anderes, da habe ich gesehen, Pippin, habe so, oh, ich habe noch die Trauer und Einsamkeit, ich switch nochmal um. Herzlichen Glückwunsch zu meinem. Das ist kein DLC, aufpassen. Ihr okay. Süßen Nudeln. Okay, Pippin hat einen Guide. Ich wiederhole, Pippin hat einen Guide. Er weiß, bei mir kommt er mit der einfachen sexistischen Weise nicht durch. Cashew hat gewählt. Echo, stopp! Dumme Sau! Und genau deshalb habe ich so eine Fotze nicht bei mir. Boah, gemacht. Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Ja, ich bin leider für Zukunft. Psst, herzlich willkommen zu meinem Cassiopeia-Guide. Ach komm! Wie billig kann denn das sein? Schön, dass ihr gerade so reagiert, dass man auch safe weiß, wer es ist. Danke. Das ist halt saudumm eigentlich. Herzlich willkommen zu meinem Henne-DLC. Ich habe eben gesagt, es ist kein DLC, es ist ein Guide. Herzlich willkommen zu meinem Hennensingen-Hände-Guide. Was? Ja, komm, für die Mühe. Handgeschrieben, danke. Ne? Henne-DLC ist Pippin. Ich habe gesagt, es ist kein DLC. Ja, da war ich schon fertig. Schon wissen, oh, und hättest du... Hätte so den Bindestrich geschrieben zwischen Henne und DLC, wäre es nicht aufgefallen, dass es selbst geschrieben ist. Aber. Woher will ich was wissen? So, Pippin fickt heute. Auf der Wassermap. Diese Lache. Ich mag die Lache. Hey, kann ich 4 Antworten wählen? Ich hab da auch ein paar, Alter. Aber die müsste. Ich hätte. Die da ist besser. Die ist besser.
Da, das stimmt nicht. Nein. Oder dieser. Ah, kann ich nochmal wegmachen? Ja, du kannst auswählen. Ich bin mir nur sicher, welches ich nehme. Ich glaube, dieser ist besser. Ja, komm. Das passt besser. So. Meine Damen und Herren, Pippin ist in richtig mieser Stimmung. Er hat Zorn, er hat Wut und deswegen fickt er heute richtig Web. Er fickt das Web. Was? Das, ja. Was? Auf jeden Fall fickt er heute Cyberhaier mit Laser auf der Wassermap. Das ist anspruchsvoll. Ja. Das kann er. Da ist er gut. Wenn er die alle durchgeknattert hat, dann fickt er noch die unendliche Kraft der Kraft. Oh! Ich meine, auf der Wassermap fickst du vieles, aber das. Oh. Alles klar. Selbst 1000 paarungswillige Elefanten kriegst du da locker weg, aber die Gravität. Cash is not amused. Niemand fickt meine Gravität. Das ist aber eine böse Runde gerade. Ich hab Spaß. Das ist die Hauptsache. Die haben alle 33,3% der Stimmen, darf eine Koalition bilden. Paarungswillige Cyberhaie, die die Gravität trotzen. Gravitätshaie. Paarungswillige Gravitätshaie. Oh, scheiße. Geht doch nicht. Ich nehme das, also, ja, was, ja, ich weiß gar nicht, was ihn davon am meisten quälen würde. Ich habe keine Ahnung. Aber, ach komm, nehmen wir die. Ja! Es tut mir leid, sie waren alle geil, sie waren einfach alle gut. Ja. Gut, dass ich nicht Donald Trump gewählt habe. Nur zwei Sachen. Dass das Cash ist, ist schon sehr enttäuschend. Sind uns sicher. Der Tod und. Ja. Jetzt wird es langsam schwierig hier mit den Karten. Ist schwierig, weil. Cashy, würdest du eher die zweite oder die dritte Karte bevorzugen? Zwei. Yes. Sicher. Sad. Ich mag zwei lieber als drei. Ja? Am liebsten mag ich jedoch vier. Ehrlich? Ich nehme die 3. Okay, ich will die 4. Passt nicht grammatikalisch so gut, aber du hast 4 gesagt. Okay. I trust you. Okay. Also, ich gehe wieder ganz nah ans Mikro ran, ja? Ach, oh, ja. Hol die Pornostimme raus. ASMR. Zwei Sachen im Leben sind uns sicher. Der Tod und Unterdrückung. Oh. Uff. Okay. Ich jetzt schon draußen, so melancholisch wie es ist. Zwei Sachen im Leben sind uns sicher. Der Tod und welche Deutsche als Nazi beleidigen, einfach nur, weil sie deutsch sind. Ich höre einfach die Pippi im Hintergrund. Also, hihi, jetzt noch was mit Juden. Und nur zwei Sachen im Leben sind uns sicher. Der Tod und gesellschaftskritische Henne. CNN, die Juden waren ja schon beim Tod dabei. Oh. Ja, so ging es mir eben auch. Das ist ja gar nicht so leicht. Wenn alles gut ist. Oder zumindest zwei, oder manche von denen. Ja, es muss. Gesellschaftskritischer Henne. Er feiert die selber, scheiße. Er wollte sie ja nicht machen. Ja. Das war die vierte. Der ist mir sicher. Das ist tatsächlich, ich habe selber gewählt. Ja. I love you. Hihi. Hihi. Schon mal im Vorfeld, wenn einer Corona schreibt. In China bezahlen Leute in Bewegung und Verfahren. Warte kurz.
In China bezahlen Leute ein Vermögen, um Erfahrung, es war Pippin, verdammt, Gay-Porn zu machen. Dann ist das nicht so. In China bezahlen Leute ein Vermögen, um Erfahrungen mit Fledermaussuppen zu machen. Oh, meine Damen und Herren, der ist gut. Naja, außer die Zahlen hat Erfahrung für... Oh, den ja. Hey, ist nicht Corona, ist die Fledermaussuppe, sorry. Ah doch, Gay-Porn war von mir. Ja, das war Cash, ich hab mal gewonnen, endlich mal gewonnen. Cash, Gay-Porn zieht bei mir einfach nicht. Ja, ich weiß, ich hab spät getan. Ich hab endlich mal was gewonnen. Du hast mit Nazis geschrieben. Bin ich der Einzige, der noch Bock hat, oder? Ja, auf. Mashallah. Was stinkt Mashallah. Mashallah. Alhamdulillah. Marshmallow.